Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von MeinGeld.tv. Jeder Vierte wird in Deutschland berufsunfähig. Sogar die Altersgruppen zwischen 20 und 40 Jahren, da liegt die prozentuale Zahl bei 38%. Doch Berufsunfähigkeit muss auch kein Dauerzustand sein. Daher brauchen heute Makler und Kunden flexible Tarife bzw. viele und gute BU-Alternativen. Um all diese Fragen zu besprechen und zu klären und die Makler auch zu informieren, haben wir heute Experten eingeladen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Frau Maria Wagner. Sie ist Projektleiterin Neue Produkte Leben bei der Nürnberger Versicherung. Guten Tag. Ganz herzlich begrüße ich Herrn Michael Stille. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der Dialog Lebensversicherungs AG und Vorstandsmitglied der Generali Lebensversicherungen. Herzlichen Dank für die Einladung. Eingeladen haben wir Herrn Bernhard Rapp. Er ist Direktor Marketing und Produktmanagement bei Canada Life. Guten Tag. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Norbert Walter. Er ist Vorstandsbeauftragter der Barmenia Lebensversicherung. Guten Tag. Frau Wagner, es wird ja gesagt, dass biometrische Produkte und BU-Produkte wichtig sind. Das wird ja immer wieder wiederholt. Warum sollte der Makler das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen? Nun, zum einen, weil der Makler eine Beratungspflicht hat. Mhm. Und zum anderen, weil der Makler natürlich auf den Bedarf, auf das Bedürfnis und natürlich auch auf den Geldbeutel seines Kunden eingehen muss. Das heißt? Das bedeutet, wenn der Kunde zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn wir damit anfangen, wenn er sagt, das ist mir zu teuer, ich verstehe diesen Begriff irgendwie nicht, der ist für mich nicht greifbar genug und er sagt, also vor allem, ich kann es mir nicht leisten, dann sollte der Makler auch genug Alternativen abwägen und ihm sagen, okay, bevor du jetzt gar keinen Schutz hast, weil du ihn dir nicht leisten kannst, den BU-Schutz, dann habe ich eine gute Alternative für dich, zum Beispiel eine Grundfähigkeitsversicherung. Okay, gut. Wie sehen Sie das, Herr Stille? Warum muss er das machen? Etwas anders. Also zum einen ist das Leben sehr individuell. Deswegen auch der Versorgungsbedarf, der damit verbunden ist. Der Makler hat eine Beratungspflicht, ganz klar. Das teile ich. Aber auf der anderen Seite gibt es nur einen Schutz, der tatsächlich vollumfänglich dieses Risiko abdeckt. Und das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir stellen ja heute fest, dass immer mehr junge Leute diese Deckung einkaufen. Und das ist auch gut so, weil sie von den gesundheitlichen Rahmenbedingungen prädestiniert sind für den Abschluss und die Prämie auch entsprechend preiswert ist. Und da muss man eben sehen, ob es nicht so eine Starter-BU gibt, bei denen die Beiträge zunächst für die jungen Leute sehr niedrig sind, die dann später angepasst werden können, wenn die Berufssituation das durch das Einkommen letztlich auch ermöglicht. Aber Grundfähigkeitsdeckung, Tretisis und was alles am Markt verfügbar ist, das sind eher ergänzende Bausteine, aber keine ersetzenden Bausteine für die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Wie sehen Sie das, Herr Rapp? Anders. Natürlich ist die Berufsunfähigkeitsversicherung der Königsweg. Wer kann, sollte sie auch nehmen. Mhm. Aber es gibt zu viele Fälle, wo, wie meine Vorrednerin auch schon sagte, der Preis sehr schnell zu hoch wird. Und dann muss ich Alternativen anbieten können, denn sonst bleibt der Kunde unversichert. Das ist das schlechteste Ergebnis. Und das zweitschlechteste Ergebnis ist, trotzdem eine BU zu machen, vielleicht für 350 € Rente oder 500 € Rente. Also muss man sehr schnell, wenn man erkennt, der Beruf gibt es nicht her oder der Kunde ist bereits mit vielleicht Krankheiten oder sonstigem behaftet, muss man sehen, dass man eine Alternative findet, die entweder in der EU zu sehen ist oder eben als Grundfähigkeitsversicherung oder Dread Disease. Ja, mir ist das immer ein bisschen zu eng gedacht, wenn man im Grunde genommen Biometrie immer mit der BU gleichsetzt oder mit einer Arbeitskraftsicherung gleichsetzt. Ich meine, BIOS, das griechische Wort BIOS heißt Lebenszeitmessung und hat einen wahnsinnigen Spektrum, was er eben umfasst. Und dazu gehört eben für die gesamte Lebenszeit nicht nur das Thema Arbeitskraftsicherung zur gegebenen Zeit, sondern da gehören eben auch diese ganzen Alternativen dazu. Da gehört die Grundfähigkeitsabsicherung dazu. Da gehört eben eine Dread Disease Absicherung letztendlich dazu. Das heißt, in jedem Lebensweg gibt es eben auch bestimmte Risiken, gibt es bestimmte Stationen von Risiken, die ich dann zum gegebenen Zeitpunkt eben auch vernünftig absichern muss. Und das ist nicht immer nur das Thema BU, sondern dazu gehört eben auch
Vielleicht beim Eintritt in die Schule, da rede ich über Kinderunfallversicherung. In das Berufsleben können wir über Arbeitskraftsicherung sprechen. Wir müssen uns über den gesamten Zeitraum dann eben unterhalten, reicht die Altersvorsorge aus? Reichen die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme aus? Das heißt, Biometrie ist für mich ein wenig allumfassend und dazu gehört eben die komplette Altersvorsorge dazu, mit all ihren Bausteinen, mit all ihren Produkten letztendlich aus. Und ich muss es zielgerichtet auf den Kunden dann in der Beratungssituation und auf diesem Lebensweg, wo er sich gerade befindet, eben auch anwenden. Herr Rapp, wo liegen denn die Schwerpunkte für den Makler, wenn er eine BU-Beratung macht, also zum Kunden geht und den Kunden berät für eine Berufsunfähigkeit? Und welche Alternativen sollte er auf jeden Fall anbieten? Also ich denke, er muss versuchen, das Kundenbedürfnis sehr gut zu analysieren. Was ist das für ein Kunde? Was könnte alles passieren im Laufe des Lebens? Und daraus Rückschlüsse ziehen. Er muss dann versuchen, das richtige Produkt zu finden. Die Produkte sind relativ ähnlich geworden in den letzten 20 Jahren. Trotzdem gibt es immer noch so ein paar Unterschiede. Die sollte man kennen und dann das geeignetste Produkt für den Kunden finden. Sollte das nicht gehen, weil zum Beispiel der Preis zu hoch ist, sollte er auf jeden Fall den Strauß der Alternativen mit dabei haben. Also eine Grundfähigkeitsversicherung oder eine EU oder eine Dread Disease. Und sollte mit dem Kunden gemeinsam die Dinge durchgehen, was kann ich erreichen, wenn ich eine Alternative A oder B oder C ziehe. Das muss alles protokolliert werden, damit der Kunde auch 10 Jahre später versteht, warum diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und dann, glaube ich, ist es eine vernünftige Beratung gewesen. Haben Sie eine große Resonanz bekommen für Ihre BU-Alternativen in Deutschland? Eigentlich schon, ja. Sonst hätten wir sie ja nicht mehr weitergemacht. Wir waren lange Zeit eher alleine unterwegs. Ja, weil das machen ja jetzt einige auch. Jetzt gibt es mittlerweile schon 15 Versicherer, wenn ich das richtig sehe, die auch eine Grundfähigkeitsversicherung anbieten. Bei Dread Disease ein paar weniger. Also es ist etwas, was tatsächlich erkannt wird als etwas, was eine gute Alternative zur BU darstellen kann. Okay. Frau Wagner bei der Nürnberger, Sie beschäftigen sich auch mit BU-Alternativen. Warum? Was steckt dahinter? Absolut. Nee, auch aus dem erkannten Bedarf eben, dass nach Alternativen immer mehr, also immer mehr das Interesse an Alternativen da ist, aus den bereits genannten Gründen. Wir haben jetzt immer stark im Fokus gehabt, weil die BU zu teuer ist, aber insbesondere auch deshalb, weil die Alternativen nicht nur Alternativen sind, sondern auch ergänzenden Schutz bieten. Das heißt, man macht eine BU und dann noch was dazu? Und on top zum Beispiel die Grundfähigkeitsversicherung oder als Zusatz die Dread Disease. Wir haben aber auch Kunden, die von Haus aus gesundheitlichen Gründen keine BU kriegen können. Mhm. Und da sind die sogenannten Alternativen dann auch wirklich echte Alternativen. Sie haben es schon erwähnt, wir haben uns bei der Nürnberger nicht nur damit beschäftigt mit Alternativen, sondern also nicht nur gedanklich damit beschäftigt, sondern auch praktisch und haben seit dem letzten Jahr eine neue Grundfähigkeitsabsicherung. Was heißt neu? Was hat sie anders als die anderen Grundfähigkeitsabsicherungen? Die hat anders, dass sie eben modular aufgebaut ist und wir haben eine umfassende Absicherung von psychischen Erkrankungen. Und das macht es eben als sehr gute Alternative, finde ich, zur BU. Denn eben genau aus diesen Gründen kann der Kunde sagen, okay, psychische Erkrankungen, wie Sie eingangs schon sagten, das ist der zweithäufigste Grund für eine Berufsunfähigkeit oder eben für das Ausscheiden aus dem Berufsleben. Hier hat man eben auch die Chance, dann auch dieses Risiko kostengünstig abzudecken. Wie sieht es bei der Barmenia aus? Was gestaltet sie neu oder was haben sie anders gemacht? Ich sag mal, die Barmenia hat sich eben auch als sehr, sehr guter Krankenversicherer sicherlich eben mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wenn es um das Thema beispielsweise Infektionsklausel geht, dann kann ich eigentlich nur sagen, herzlich willkommen bei der Barmenia, weil dort haben wir eben eine Infektionsklausel, die seinesgleichen sucht. Im Bereich des deutschen Versicherungsmarktes. Also ich glaube, dass wir dort eben sehr glänzend aufgestellt sind mit all den Alternativen, aber ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht mehr zu wiederholen. Nein, nicht. Nee. Aber die BU bieten Sie weiterhin ganz normal an. Selbstverständlich. Okay. Und die wird auch weiterhin in einem rollierenden Prozess verbessert, angepasst an die Zielgruppen, an die Bedürfnisse. Ich denke mir mal, das ist ein rollierender Prozess. Das ist aber auch ein Prozess, der aus meiner Sicht heraus nie zu einem richtigen Ende kommt. So, Herr Stille, Sie immer treu und stabil sagen, die echte Berufsunfähigkeit ist der Königsweg. Brauchen Sie keine BU-Alternativen?
Ich glaube, es gibt gar keine echten Alternativen. Und wenn tatsächlich jetzt aus finanziellen Erwägungen heraus Teildeckungen abgeschlossen werden sollen, dann glaube ich, ist es wichtig für den Makler nicht nur zu erwähnen, wie sieht denn die Positivliste aus, in welchen Fällen leiste ich, sondern viel wichtiger ist es eben darzustellen, in welchen Fällen leistet der Versicherer nicht. Sonst ist nämlich der Ärger vorprogrammiert, wenn es tatsächlich zur Stellung eines Leistungsanspruchs kommt. Diese ergänzenden Bausteine halte ich wirklich für Ergänzungen im Sinne von Optionen. Das kann man anbieten. Also insofern halte ich eine 3DC-Option für sehr sinnvoll, wenn es eben nicht nur darum geht, eine monatliche Rentenzahlung zu erhalten, sondern weil zum Beispiel durch Invalidität, Umbauarbeiten eben Haus oder sonst wo erforderlich sind, dann ist es hilfreich, wenn man zusätzlich eine einmalige Kapitalzahlung erhält. Was Sie sagten. Aber das ist wirklich ergänzend und nicht anstatt einer Berufsunfähigkeitsdeckung. Und da darf nicht nur die Positivliste stehen, völlig richtig, sondern da muss auch aufgezeigt werden, wo unterscheidet sich das und wann würde es im Zweifel nicht leisten. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Arbeitskraftsicherung für alle.